Willkommen zurück, Freunde, auf der USG Ishimura. Ja. Jetzt muss ich mich gerade selber erst orientieren, was wir denn beim letzten Mal gemacht haben. Das ist jetzt auch schon wieder ein paar Tage her. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Ich meine, hier sieht es ja noch abgefuckter aus als eh schon auf der Ishimura. Haben wir gleich, Leute. Ach, jetzt weiß ich es wieder. Ja. Wir sind ja jetzt auf diesem Militärschiff, das uns hier quasi gerammt hat. Mehr oder weniger, weil bei denen natürlich auch die Necromorphs ausgeschissen sind. Ah, hier war das hier die Rettungskapsel, die sie erwartet haben? Ach, guck mal da, den haben wir rausgezogen. Und schon finden wir das ein oder andere Goodie. Das ist natürlich super. Ein bisschen Munition kann ich immer gut gebrauchen. Der ist aber auch ganz schön die Kacke am Dampfen. Holy Diver. Was kann ich denn mit euch machen? Diese Infektion stellt irgendwas Seltsames mit den Soldaten an. Sie alle hatten Ausrüstungen mit eingebauter Stase-Einheit. Und die Infektion scheint die Stase mit dem Fleisch verschmelzen zu lassen, wodurch sie schneller werden. Verdammt schnell. Also Vorsicht. Das klingt nicht gut. Hier komme ich nicht hin. Was war das? Na Scheiße, da krebst wieder irgendwas rum. Oh, ganz toll. Moment, ich hab ja selbst keine Stase mehr. Oh, ist das eine gute Idee, hier ohne Stase rumzurennen? Es dauert noch ganz schön lang, bis wir zu einer Stasi-Station kommen. Ich gönn mir einfach mal eine. Ich meine, hey, was soll der Geiz? Hier war doch eben irgendein Viechding-Sie. Auf jeden Fall ist hier erstmal Sackgasse. Wegschieben. So, damit wir hier mal ein bisschen Platz machen, ne? Freunde. Ach, ich kann dich auch seitlich schieben? Okay. Das ist ja interessant. Aber jetzt nicht mehr zurück, oder wie? Hä? Okay. Ich kapier's zwar noch nicht ganz, aber das ist jetzt auch nicht das schwierigste Rätsel vor dem Herrn. Habe ich noch ein bisschen zu früh gesprochen. Hier oben gibt es keine Goodies, oder? Ihr kennt mich. Ich habe immer gern mal das ein oder andere Auge offen nach Geheimnissen. Ne, sieht aber recht entspannt aus. What the fuck? Alter, bist du gruselig. Noch solche. Oh mein Gott. Okay, scheiß drauf, das wird so nix. Wow.
war etwas knapp. Ein bisschen zu knapp für meinen Geschmack. Ach du Scheiße. An euch erinnere ich mich ja echt gar nicht mehr. Das scheint es wohl erstmal gewesen zu sein. Ist ja jetzt mal gut. Hammer's dann? Ne, kein Health Pack mehr. Oh shit. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ein Hit kann ich noch einstecken, dann ist zapp. Da 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 da. Jetzt aufpassen, wo ich hinlaufe. Ja, okay. Alles klar. Mehr gibt's hier nicht. Mach uns wieder ganz. Oh, oh. Muss mal ein bisschen aufräumen, den Laden hier. Das sieht ja aus wie bei Hempels unterm Sofa. Okay, Freunde, ihr wollt mich doch teasen, oder? Hier kommt doch bestimmt gleich irgendein Shit um die Ecke gehupst. Auch so ein Medikit würde ich auch bevorzugen jetzt so. Okay, der kam spontan. Aber hat sich ja vorher angekündigt, Gott sei Dank, mit irgend so einem Gebrabbel. Ich will die Kiste aus dem Weg räumen und gucken, ob es hier was Nettes zu finden gibt. Nein? Gut, okay. Isaac, ich peile Ihren Standort an, aber offenbar kann ich Sie nicht erreichen. Dieses verdammte Schiff wurde fast in zwei Hälften gerissen. Ich habe es auf die Brücke geschafft. Das ist schrecklich hier. Diese armen Schweine hatten nicht die Spur einer Chance. Ich werde alle Türschlösser deaktivieren, damit sie zum Maschinenraum durchkommen. Super. Wir sehen uns dann dort. Na dann, hau mal in die Tasten. Alter Junge, du siehst aus wie Iron Man. Hier ist ein Safe-Ding. Hat professionell aufgeräumt. Jetzt verrückt. Oh, da ist ja ein riesiger Gang. Das gefällt mir ja gar nicht. Oder ist es hier der Verbindungsgang? Ew. Mhm. Scheiße. Was seid ihr denn? Oh nein. Ein Batman. Ach Gott, was ein Glück, dass ich die Leute jetzt erteilt habe. Ihr Deppen. Das war jetzt aber fies, hey. Die Batterie. Wo
ist die Batterie hin? Hat's die gefetzt? Nehmen wir mal die Batterie. Sau cool auf jeden Fall. Mr. Clark, ich muss mit Ihnen reden. Mein Name ist Terence Kyle, Dr. Kyle. Hören Sie, wir haben nicht viel Zeit. Wenn Sie das Shuttle wirklich reparieren können, dann gibt es eine bessere Verwendung dafür, als zu flüchten. Sie müssen verstehen, die Kräfte, die hier am Werke sind, sind gewaltiger, als Sie es sich vorstellen können. Wenn Sie jetzt weggehen, dann verurteilen Sie die ganze Menschheit zum Tode. Der Planet wird niemals innehalten, es sei denn, der Marker wird zurückgebracht. Verstehen Sie denn nicht? Die Kirche hat Unrecht. Das ist alles eine Falle. Ich habe es gesehen. Bitte, Sie müssen mir helfen. Die Kirche? Wir müssen den Marker zurückbringen. What? Irgendjemand leidet hier. Hallo? Dude? Ich würde ja gern helfen, aber sieht schlecht aus. Komm's klar, ne? Es hat sich auf jeden Fall wieder gelohnt, auf Nummer sicher zu gehen und alle Leute zu zerteilen. Es hat sich wieder gelohnt. Sonst hätten wir hier zwei Batmans am Stissel, die übelst Stress machen mit neuen schwarzen Nekromorphen. Oh. Okay, Leute. Oh, shit! Der hat sich ja gelohnt. Heilige Scheiße. Das war so zwar nicht beabsichtigt, aber okay, es hat funktioniert. Der Explosionssack hat den Rest gemacht. Finde ich gut. Ein Knoten. Komm zu Papa. Hier spricht Commander Kerrigan. Wir haben Feinde an Bord. Das ist keine Übung. Feinde sind außerirdischen Ursprungs. Wiederhole, außerirdisch. Und ich au. Das war ungünstig. Ach du Scheiße. Die denn jetzt her? Heilige Scheiße. Aber mir geht's gar nicht gut. Königreich für'n Shop. Ah, nein. Es fehlt noch ein Knoten bis zum TP-Upgrade. Nein. Scheiße, scheiße, scheiße. Wird's knapp. Jetzt wird's halt aber auch echt knapp. Komm schon, hier muss ja irgendwo ein Shop in der Nähe sein oder. Oh, nur die Werkbank. Da vorne ist auf jeden Fall nochmal ein Stase-Ding. Alter. Knoten! Oh, die Rettung! Das ist nur die Frage, komme ich da so easy hin? Oh, was bist du? Oh, shit!
Oh! Okay. Ich verstehe. Da wird man hier extrem zersäbelt. Warum ist denn die Tür hier kaputt? Ich will doch... Oh, da ist der Knoten nebendran. Ah, nee, ich muss von da vorne... Oh, shit. Okay. What the fuck? War da eben irgendein Viech oder habe ich mir das nur eingebildet? Oh, ich trau mich nicht, Alter. Medipack groß. Oh, nice. Können wir die jetzt auch kaufen? So, jetzt aber. Komm, 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 Isaac. Oh, shit. Ja, da ist auf jeden Fall nochmal einer reingelaufen. Hier in die Suppe. Der Laser des Todes. Ist hier jemand? Nein. Wir kaufen nichts. Oh! Alter! Du bist so ein scheiß Idiot, Isaac. Oh, ich hasse dich. Wie fies ist denn das? Der springt direkt vor mir runter und platzt. Oh nein, da wird nochmal die Karte aktiviert statt R1 zum Rennen. Oh Mann, das war so mies. Ey, das ist richtig unfair, wenn sie so Explosionspimmel direkt über deinem Kopf freilassen. Oh, hi. Hallo? Würdest du ihn bitte... Ja. Dankeschön. Alter, ein Mini-Strichi von der Rick ist noch übrig. Ach, scheiße. Ich bin so am Arsch, Leute. Aber hey, ich will diesen einen Knoten, damit die Rick generell erhöhen. Also, da müssen wir jetzt durch. Da müssen wir jetzt echt hart durch. Durch den Raum hier. Ugh. Isaac, so gut. Mach auf! Mach doch auf!
Weißt du, ich hab voll getroffen und alles. Nö, ist egal. Weh, es steht jetzt halt rechts neben mir einer. Ne, hier ist Zap. Hallo? Hier war definitiv noch einer, oder? Alter, ich bin so paranoid gerade. Ich trau dir nicht. Ein Knoten. Der ganze geile Shit. Okay, irgendwie zurückschaffen. Ohne gesprengt zu werden. Komm schon, Isaac. Mach uns wieder ganz. Alter, auf dem Zahnfleisch kriechen wir zur Werkbank. Wo war die? Da vorne. Wehe, wehe, hier kommt jetzt noch irgendein Scheißdreck. Wehe. Halleluja. Rick, Trefferpunkte. Oh Gott. Oh yeah, Baby. Oh, geil. Richtig, was ist das hier eigentlich? Achso, den nicht. Ist eigentlich egal, ob ich da hinten baller oder. War kacke, ich weiß, ja. Komm, mach mal nochmal. Ich will wissen, was das ist. Vielleicht kriegt man ja ein Goodie. Was muss der Schießstand jetzt sein? Ich brauche hier noch nicht mehr irgendwie drauf zu achten, wie ich hinschieße. Einfach nur irgendwie das Ziel treffen. Hey, tatsächlich, wir haben Ripper-Munition bekommen. Total schwer, ihr merkt's schon. Ah, cool. Naja, gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Sluxy. Ciao.